Cottbus hat ein schönes Trampolin-Highlight zu bieten. Können wir mal ganz kurz erklären, ja, worum geht's? Ja, zum achten Mal richten wir Gym City Open um den Brandenburg Cup aus. Das heißt also, wir haben über 170 Teilnehmer aus 7 Nationen und die zeigen eben praktisch, was sie so drauf haben. Eine Übung besteht aus 10 Übungsteilen. Kein Element darf gleich sein. Die werden dann benotet an Höhe, an Schwierigkeit, an der Ausführung. Und dann gibt es natürlich am Ende ein Ergebnis. Und die besten 8 aus jeder Altersklasse, die werden am Sonntag dann noch ein Finale bestreiten. Das heißt praktisch, da wird dann der Sieger komplett ermittelt. Jeder hat wieder 0 Punkte und jeder Finalist kann theoretisch gewinnen. Können wir mal so ein bisschen beschreiben, Trampolinspringen als Sport, das hat was, oder? Also was kann man da erleben als Zuschauer? Ja, das kennen natürlich die meisten, sage ich jetzt mal, Rundesgarten, Gartentrampolin. Jetzt haben wir ein rechteckiges, 5x3 Meter. Und im Endeffekt, die Spitzensportler werden ungefähr 8 Meter hochspringen und wir werden verschiedene Dreifachsaltos sehen, verschiedene Doppelsaltos mit 2, mit 3, eventuell 4 Schrauben. Also es ist ein Highlight geboten. Jeder Sprung kommt immer hintereinander weg, also es ist immer Action angesagt. Und von der Warte her, glaube ich, mal sehr interessant für Zuschauer, einfach mal zu sehen, was kann man alles in 10 Sprüngen begeistern. Um den Wettbewerb mal zu beschreiben, hat das irgendwie so eine Wertung, eine nationale, oder wie ist das bei euch so bei den Trampolinspringern? Ja, das Gym City Open hat einen sehr hohen Stellenwert, gerade in Deutschland. Es ist eine Weltmeisterschaftsqualifikation für die Jugend. Und der Bundestrainer und so, die kommen jetzt extra hierher, gucken sich das Ganze an. Zeitgleich wird es auch ein Kaderwettkampf für die Erwachsenen sein, dass praktisch auch der Deutsche Turnerbund vertreten ist, guckt sich das Niveau an und so weiter. Und seit Jahren haben wir viele Ausländer dabei. Das heißt also, wir haben einen gewachsenen Stamm, dass wir immer mindestens 150 Teilnehmer haben aus 5 Nationen. Letztes Jahr hatten wir mehr, in diesem Jahr hat das nicht ganz geklappt, weil durch Terminüberschreitungen kann das schon mal passieren. Aber im nächsten Jahr wollen wir wieder die 10 Länder knacken und über 200 Teilnehmer haben. Ganz kurz, das findet nochmal in der Lausitz Arena statt. In der Lausitz Arena, jawohl. Wunderbar, ich bedanke mich.